Herzlich willkommen zur nächsten Fußballmanager 2014 Episode hier auf Wibler Games for You. Wir sind zuletzt im Champions League Finale eingezogen und können jetzt hier die Runde komplett ausklingen lassen. Müssen leider mit einem weniger starten, weil der Gerhard noch angeschlagen ist. Gucken wir mal, das ist ein akzeptables Ergebnis, klingt gut. Ich denke, da können wir jetzt ein bisschen was reißen. Gucken, ob wir vielleicht die Schalker doch noch irgendwie kriegen können. Das wäre richtig schön. Aber es wird schwierig ohne Ende. Spielen wir weiter nach vorne. Wie das hier ein Tor macht. Doppelfälsche, weil er sie ihre Coaching zurückgelassen hat. Wie reagieren sie? Mit dem Schulterzucken, scheiß drauf. Riesenchance in Hamburg. Tor, Cutlet, 1-0. Wenn ich jetzt richtig interpretiere. Ja, perfekt. 20. Tor in der Saison. Saugeil. Saugeil. Bleiben wir an Schalke dran. Weiter so. Sehr, sehr gut. 2-0. Damit ist das Spiel, denke ich, auch wieder gegessen. Der Schröck mit dem ersten Tor in der Saison. Sau geil. Echt gut. So haben wir uns das vorgestellt. Frische Massagen, Noten, motivieren, durch die Bank weg. Und weiter geht's. Und das ist 3-0. Unglaublich. Aber der Schröck mit seinem zweiten Tor. Ist ja geil. Super. Mehr können wir dazu gar nicht sagen. Echt gut. Was wollen wir mehr? Ja, die Bayern sind 9 Punkte weg, da haben wir keine Chance. Weil Schalke können wir noch bekommen. Und ich denke, die Champions League ist auch ganz klar sicher, dass wir da weiter sind. Also da sind wir ja 11 Punkte von weg. Sogar mehr müssten, selbst wenn wir Vierter werden würden, können wir ja schon gar nicht mehr. Wir sind ja nur noch 2 Spiele. Also wir sind definitiv in der Champions League nächstes Jahr wieder und sind definitiv auch Dritter. Das ist schon mal gut. Geht jetzt im Prinzip nur noch um Platz 2 für uns. Jansen verletzt. Kann uns relativ egal sein. Wir spielen mal weiter nach vorne, damit wir uns vielleicht noch so ein bisschen in den Rausch spielen. Für unsere beiden Finale, die wir noch vor uns haben. Champions League Finale ist ja, glaube ich, vor DFB-Pokalfinale. Das wäre ganz gut für uns. Wir werden auf jeden Fall allen Spielern, die auf dem Feld stehen, erzählen, dass sie in Topform sein sollen. Von daher mal gucken, ob wir da was reißen können gegen Arsenal. Ich denke, von der Spielstärke her auf jeden Fall. Frage ist halt, ob sich das dann auf dem Platz auch wieder spiegelt. 4-3 Schüsse, 5-5 Chancen, war schon ganz gut vom Jungen. 50. Pflichtspiel in der Saison bestritten, heftig. Nächstes kommt Gladbach. Ablehnen, 12,5 Millionen für den Jungen, ist klar. Ist klar. Auslaufende Verträge. 12 für Spieler in ihres Kaders, der Vertrag aus. Müssen wir mal gucken, es ist halt alles zweite Mannschaft irgendwie. Verträge, wo ist das denn? Ah, hier oben. Ich bin schon blind. Oczepka will ja nicht. Das ist so schade. Er ist absolut nicht motiviert. Sonst von der ersten Mannschaft ist es ja niemand. Gucken wir mal zweite Mannschaft. Der Ötze, weiß nicht, den will ich ja eigentlich nicht unbedingt behalten. Vertrag verlängern, gucken, ob der will sogar. Machen wir halt um 5 Jahre, soll aber in der zweiten Mannschaft bleiben. Das ist akzeptabel. Angebot unterbreiten. So, wie sieht's hier aus? Der Hasin Amin, der war ja unzufrieden sowieso. Gucken, der wird mindestens 3 Jahre, kriegst du auch deine 5 Jahre. Kriegst du aber viel weniger Kohle. Das kannst du nämlich knicken hier, dass du viel Kohle verdienst. Zack, wir brauchen dich nur für die zweite Mannschaft. Es tut mir leid. Dann kommen wir nochmal in die Jugendmannschaften.
Vertrag auslaufen. 62, den nehmen wir auf jeden Fall. Vertragsverhandlungen. 5 Jahre. Nächste Saison, zweite Mannschaft. Und dann kriegst du von mir aus die 400.000. Du bist nämlich der Beste von denen, die da dabei sind. Wenn ich das richtig gesehen habe. 57, du hier, Vertragsverhandlung. Nächste Saison 5 Jahre, zweite Mannschaft. Und du kriegst ordentlich Kohle. Hältst du da davon? Angebot unterbreiten. Sonst noch jemand? 40, 48. Haben wir hier sonst noch für Stärken? Euch beide haben wir die restlichen sind zu schwach, das lohnt sich gar nicht. Kommen wir nochmal in die zweite Mannschaft, ob da jetzt irgendwie die Mannschaft voll ist, weil da Leute reinberufen sind. Ich denke aber mal, das ist fast so. Kann man das nicht auch hier irgendwie bei den Verträgen sehen? Verträge? A-Jugend, da genau, da haben wir doch was. A-Jugend, auslaufend. Ist da irgendwie was? Gucken wir mal nach Stärken insgesamt. Den da, Vertrag. A-Jugend. Maximal 1, 2, 3 Jugendspieler in ihren Kader berufen, okay. Ja gut, dann können wir gar keine Verträge mit denen aushandeln. Alles klar, gucken wir mal, wie es weitergeht. Als nächstes kam das Gladbach-Spiel. Okay. Gucken, ob wir irgendjemanden von denen behalten können. Erik Wille, nee, danke. Neue Ablöseforderung, unterschreibt, unterschreibt, okay. Dich will ich haben. Vertragsangebot. Zweite Mannschaft. 5 Jahre. Nächste Saison. Du kriegst auch ordentlich Kohle. Hier kriegst du von mir aus 900.000. Bist nämlich richtig gut. Mit 66. Als Verteidiger. 63, 64. Den nehmen wir noch. Der kriegt aber nicht so viel Geld. Und wir machen nur 2 Jahre. Das muss passen. Ein paar Tagen wieder bei Ihnen melden. Du auch, 2 Jahre. Machen wir 3 Jahre. Nächste Saison, zweite Mannschaft. Kriegst von mir aus 450. So, dann haben wir jetzt wenigstens ein paar Leuten, die wir Vertrag geben. Denke ich. Guck mal, was gibt es hier noch? Vielleicht gibt es noch irgendwas Gutes. 63er linker Mittelfeld. Das ist auch interessant. 3 Jahre, nächste Saison, zweite Mannschaft. Und kriegst von mir aus hier, was kriegst du? Ein Maximum. Kein Thema. So, zack. Das war's. Postnachrichten haben wir noch, genau. Der eine hat abgelehnt. Ist angeschlagen, angeschlagen, abgelehnt, okay. Ich würde ganz gerne eigentlich schon mal gucken auf dem Transfermarkt für nächste Saison. Und zwar brauchen wir den Linksverteidiger. Linksverteidiger. Stärken. Gucken wir erstmal wegen von mir aus 20 bis 27 machen wir mal. Stärke mindestens machen wir mal 78 bis 90 von mir aus gerne. Suchen wir mal, was gibt's denn da? Stärken sortieren. Diné von Arsenal. 32,5 Millionen, das ist der Wert, das ist ein bisschen viel. Besorg ist der nächste dann von Schalke. 26 und der Alaba. Alaba ist aber auch nicht so dolle. Der hat nur eine schlechte Bekanntheit, das lohnt sich nicht. Der ist von Real. Mal gucken, ob wir den Sorg bekommen können. Will den Spiel am Tag nicht abgeben, was für eine Wichse. Gucken, was sie bei Alaba verlangen. Okay, beinahe angehört hätte, toll. Wie sieht es hier bei dem von Real aus? Ihr Verein ist nicht attraktiv genug für einen Wechsel. Auch nicht schlecht. 22, Bayern Jugend. Der sieht auch interessant aus. Okay, müssen wir noch ein bisschen warten scheinbar bei dem Linksverteidiger. Vielleicht nächstes Jahr dann nochmal gucken. Gewinnen einfach die Champions League, dann sollten sie doch gesprächsbereiter sein. Gucken, was es da für Innenverteidiger gibt mit den, in dem Bereich. Varane von Real Madrid, 40 Millionen wert, ach du Scheiße. Zambrano, okay. Mangala, oh, der ist auch krass, von Tottenham Hotspurs.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mailand. 23 ist der. Gucken, ob wir für den irgendwie ein Kaufangebot machen können. Nicht attraktiv genug, schade. 26, 25 von Manchester United. Der Papadopoulos. Okay. Gucken, ob wir den kriegen können. Nicht attraktiv genug. Ist doch scheiße, Mann, wie die alle nicht zu uns wollen. Eieieiei. Ups, mit dir hier, Manchester City, der ist aber teuer. Der gehört schon uns. Was ist mit dir? Versuchen es einfach mal. Nicht attraktiv genug. Die Top-Leute wollen einfach noch nicht zu uns. Dann müssen wir jetzt vielleicht einfach mal die Champions League gewinnen. Habe ich gerade beschlossen. Aufstellungsassistent Yannick spielt wieder. Sehr gut. Nachrichten noch. Mitarbeiter nimmt das Angebot an. Perfekt. Müssen wir die Aufstellung ändern. Ja, machen wir mal. Zack. So, nein. Mehr können wir nämlich nicht tun für euch. Gucken wir mal. Unterschätzt die nicht. Das klingt gut. Das Spiel direkt beginnt direkt mit einem Fehlpass. Die sind schon wieder irgendwie auf der Tribüne. Das ist irgendwie ein bisschen Bug, muss ich sagen. Aber was soll's. Was soll's. Das ist mir in der Liga aktuell ein bisschen egal. Mir wäre es zwar lieber, wenn es nicht so wäre, aber was soll's. 4 Punkte Unterschied, das heißt Schalke spielt auch noch unentschieden. Wobei, nee, Schalke gewinnt dann in dem Moment. Wir sind ja sonst 2 Punkte weg. Jetzt sehe ich den, ne? Geduldig weiter. Frische. Zack, zack, zack. Noten. Du bist okay, also motivieren wir dich nur nochmal. So. Weiter geht's. Gucken, was ihr reißen könnt. Das letzte Spiel in der Saison. In der Liga. Danach kommen nur noch unsere 2 Finals. Okay, okay, okay. Unsere 2 Finals danach nur noch. Scheinbar kommen wir an Schalke nicht vorbei, wenn die gewinnen. Das ist ein bisschen schade. Und wir spielen aktuell ja noch unentschieden. Ein Sieg wäre für Selbstvertrauen für die Finals noch ganz gut. Okay. Kommt schon. Kommt schon. Entschuldigt, dass wir in der Champions League beinahe in der Gruppenphase da ausgeschieden wären da noch. Sind ja nur knapp weitergekommen als Zweiter. Jetzt sind wir im Finale. Ist eigentlich der Wahnsinn, was für eine Geschichte das ist. Und dann aber noch gegen den, wo wir in der Gruppenphase auch schon gespielt haben. Also unser Gruppenmitpartner quasi. Ja, unentschieden Europa willkommen, ist ja klar. Brauchen wir uns auch gar nicht weiter drum scheren. Großen Sprung nach vorne gemacht und sage und schreibe 11 Positionen verbessert, okay. Als erstes kommt das DFB-Pokal-Endspiel. Also ein bisschen nach unten gegangen, weil wir nur Dritter geworden sind, aber ich denke, da können wir verschmerzen. DFB-Pokalspiel. Weiße Weste seit 5 Spielen wieder. Erreicht neue Erfahrungsstufe, Saisonziel verfehlt, ein bisschen. Können wir nicht ändern. Mannschaft des Jahres, Katlek und Tuchepka. Liga-Preisgelder 20 Millionen bekommen. Sau geil. Hochgrüne Leistungen dagegen, ziemlich enttäuscht. Okay. 68 nur noch. Oh Mann, der arme Junge, weil er verletzt ist halt. Was sollen wir machen? Die Saison ist aber ja noch nicht zu Ende. Wir müssen noch gegen die Bayern und müssen... Oh, Weltklasse ist der Trapp. Und der Zambrano als Innenverteidiger ist Weltklasse. Und internationale Klasse ist der Kempf. Sehr geil. Oh, Auf- und Abwertungsrunde kommt auch noch. Vor den Spielen. Oh, der Junge hat sich gleich mal um 2 verbessert. Der Schwegler ist verbessert. Rode nach unten nicht so gut. Trapp auch, das ist nicht so geil. Und Schipka gleich 2 besser und der ist nicht mehr lang bei uns. Na toll. Im Großen und Ganzen gewinnen wir Punkte, das ist super. Den Gumm würde ich gern verkaufen, ehrlich gesagt. Zuletzt enttäuschend, das können wir nicht ändern. Ich denke, insgesamt dürften wir ein paar Punkte gewonnen haben. Ihr Tipp, naja. Wir sind sogar wirklich Dritter geworden. Spielverbesserer. Mindestens 10 ihrer Spieler auf den Aufwärmen verbessern. Okay, das ist natürlich gut. So, DFB-Pokalfinale gegen die Bayern. Da können wir noch was reißen.
Wir sind fast genauso stark wie die Bayern. DFB-Pokalfinale, DFB-Pokalfinale. Ich denke, wir werden unser, gebt in dem nächsten Spiel alles wirklich fürs Champions-League-Finale aufheben, weil DFB-Pokal haben wir ja schon mal gewonnen. Talent erhöht, okay, beim Herzl, das ist natürlich gut. Ist noch angeschlagen, alles klar. Karriere nochmal gucken, Golf spielen. Reden können wir. Nein, wir lassen das mit dem Reden komplett. Nicht, dass es dann vor dem Champions-League-Finale nicht mehr geht. Wir machen, was ist denn bei unfairer Geld da los? Herzl Gumm, Kempf Yannick. Eieieiei, der Yannick ist ein bisschen zu teuer bezahlt, habe ich das Gefühl. Dann machen wir nochmal ein Quick-Save vor dem Bayern-Spiel. Und dann gucken wir mal. Wenn wir das DFB-Pokalfinale nicht gewinnen, wäre es jetzt kein Schock für mich. Werdet Geschichte schreiben, wir versuchen es einfach mal. 50-50. Konzentration direkt mal fordern. Frankfurt hat sich leichte Vorteile, das Spiel steht da. Beide in Tornie kommen aber beide Mannschaften nicht. Interessant auf jeden Fall. Weiter so. Kommt schon. Okay, 0-1 hinten. Ey, der Alaba. Warum willst du denn nicht zu uns kommen, Alabage? Das geht so nicht. Gucken wir mal, ob wir hier noch was reißen können. Sieht aktuell nicht danach aus. Muss ich ehrlich sagen. Sieht eher so aus, als ob wir das Spiel verlieren würden. Weiter nach vorne. Weil wir ja von mir aus in der 90 oder 11 Meter in Berlin. Das ist nicht so geil. Da steht es 0-2. Ich denke, das verlieren wir. Aber wie gesagt, das ist nicht so ganz schlimm. Dafür gewinnen wir die Champions League. Habe ich gerade beschlossen. Oh Mann, oh Mann. Bisschen schade, aber können es nicht wirklich ändern. Resultat ist enttäuschend, das muss ich euch ja nicht sagen, definitiv. Zack, zack, zack. Noten. Motivieren, 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 motivieren. Feierabend. Ein bisschen schade, dass das Spiel vor dem Champions League Spiel kam. Aber was soll's. Gehen wir weiter nach vorne. Wir können ja nur, wir können nur verlieren. Was anderes geht ja nicht. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Können wir auch sagen, dass wir nach vorne spielen sollen. Da haben wir aber einige Chancen, die Bayern gerade. 12 zu 7 Chancen. Uiuiui. Lewandowski dann noch hier noch mit dem Dortmund-Trikot drunter. Sau lustig. Er macht 3-0. Naja, so ist es halt. Das haben wir auf jeden Fall verloren. Zimmer wird immerhin Vizemeister und Vize-Pokalsieger. Vielleicht werden wir die Vize-Frankfurter. Bei Champions League-Finale können wir ja auch noch verlieren, werden dann Vize-Champions League-Sieger. Naja. Wird heftig. Das müssen ihm die Champions League gewinnen. Dann ist alles in Ordnung. Dann wäre alles in Ordnung. 4-0. Ach du Scheiße. Wenn wir hier eine dicke Klatsche im DFB-Pokalfinale. Bisschen heftig. 5-0. Da haben sie sich aufgegeben einfach. Was anderes ist es nicht mehr. Weil das Ergebnis hat ja sonst nichts mehr damit zu tun in irgendeiner Form. Ja, es war ein bisschen lächerlich. Wir haben sonst abgeschossen. Kann man nicht ändern. Aber das wichtigste Spiel der Saison kommt ja erst noch. Und zwar gegen Arsenal. Nils Petersen ist Torschützenkönig geworden, okay. Und der Čipka war bester Spieler der Saison und der haut ab. Super. Super. Oh, Lautern ist weiter in der ersten Liga, wenn ich das richtig sehe.
Spieler, die durch den Abstieg verfügbar werden. Stärke, nichts Interessantes dabei. Schade. So, Champions League. Wir sind eigentlich genauso stark. Wenn wir jetzt mit unseren Spielern nochmal reden, könnte dann noch was gehen an Stärke. Das haben wir uns ja komplett aufgehoben. Finale, Meisterliga-Finale, das Endspiel steht an. Arsenal, die Gunners gegen die Frankfurter. Ja, das wird was. Gucken wir doch mal. Erstmal reden wir jetzt, wie gesagt, mit allen Leuten. Erstmal machen wir die Aufstellung. Erst die Aufstellung, dann reden wir mit allen. Rode, Malander und Rassfelder sind draußen. Okay, also spielt... Okay, Rosenthal spielt den offensiven Mittelfeldspieler. Alles klar. Also, der Cutback spielt auf jeden Fall. Nächstes Spiel brauche ich dich in Topform. Bleibt unverändert, na geil. Otschipka. Nächstes Spiel brauche ich dich in Topform. Gewinnt, okay, perfekt. De Jong. Nächstes Spiel brauche ich dich in Topform. Perfekt. Bittencourt, genau dasselbe. Brauche ich dich in Topform. Perfekt. Schwegler, ich weiß gerade gar nicht, ob der spielt. Ich glaube schon. Brauche ich in Topform. Gut, der macht da auch nochmal was. Jung spielt auf jeden Fall. Okay. Zambrano spielt auch auf jeden Fall. Okay. Kempf spielt auch. Sehr gut. Gerhard spielt auch auf jeden Fall. Topform, bitte. Danke. Drack würde spielen, aber Rosenthal ist mir da wichtiger. Brauche ich in Topform. Okay, wir haben alle Spiele hinter uns. Alle Gespräche. Dann machen wir jetzt hier nochmal einen Quicksave. Und dann geht's in Richtung Champions League Finale. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Spiel starten. Ihr seid stark. Und dann gucken wir mal. Gleich mal Konzentration fordern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weiter so. Weiter so, weiter so. Wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz. Scheinbar sind wir besser im Spiel. Stärke ist etwa ausgeglichen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und dann liegen wir hinten. Und da liegen wir hinten. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Lasst euch doch nicht hängen. Oh Mann. Ihr wart so gut drin im Spiel. Und jetzt lasst ihr euch abschießen. Was habt ihr denn für Probleme im Finale, verdammte Scheiße? Özil. Der Özil. Ich glaub's ja nicht. Scheiße auf den Özil. 80 ist der Start. So muss ihr weiterspielen. Zwei, drei gute Chancen jetzt gehabt. Brandrede. Brandrede. Sehr motiviert für die zweite Hälfte. Wir haben uns alles aufgehoben für das Spiel und nichts hat geholfen. Motivieren wir die ganze Bagage. Go, go, go. Jetzt haut nochmal ein Ding raus hier, verdammte Kacke. Kommt schon. Kommt schon. Verdammt. Geld. Taktik. Einsatz. 100%. Immer vorne mit euch. Mehr kann ich nicht mehr machen. So, jetzt hauen sie aber hier Chance und Chance. Chance und Chance. Und jetzt macht Schalke Arsenal das 3-0. Das war's dann wohl auch mit dem Champions League Finale. Beide Finals verloren und den Endspurt in der Liga auch. Oh Mann, kann man das wirklich glauben? Nicht so richtig, finde ich. Schwegler verletzt sich nochmal sehr toll. Oh Mann. Was soll man dem noch sagen? Außer, dass es so nicht geht. Weiß auch nicht. Lasst euch doch abschießen. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Podolski kommt rein. Ist klar. Da kommen jetzt die ganzen Deutschen rein.
Eieiei, gut, in 10 Minuten werden wir keine 3 Tore mehr machen, also haben wir das Finale leider auch verloren, obwohl es ganz gut aussah eigentlich. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Aber wir können es nicht ändern. So. Ja, hat leider nicht geklappt. Dann würde ich aber auch sagen, wir speichern hier nochmal. Ich hoffe, dass das dann nicht abkackt. Speichern hier mal. Zack. Lassen den Quicksave auf jeden Fall mal offen. Machen an der Stelle einen Cut. Bedanke mich immer fürs Zusehen. Diese Season hat ja dann doch noch ein relativ annehmbares Ende gefunden. Wir können gerade noch mal kurz versuchen, ob wir den Ochipka vielleicht noch mal überreden können. Können wir nicht. Also den müssen wir auf jeden Fall ersetzen nächstes Jahr. Bedanke mich aber erst einmal wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.